Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Ich habe jetzt mal hier einen Trailer voll Erdbeeren ausgelagert. Einfach, weil ich sie nicht verkaufen möchte. Der Preis ist im Moment zu schlecht. Und jetzt ist wieder Platz. Ich hoffe mal, dass das reicht, um durch den Winter zu kommen. Denn der Preis für Erdbeeren ist im Moment... Da, September. Oktober, November, Dezember, Januar. Da will ich sie verkaufen. Ich meine, das ist schon ein Unterschied von fast 100 Euro. Naja, 90 Euro. So. Ja. Das wär's. Der hier ist fertig. Das heißt, wir können gleich Schwadern und Ladewagen machen. So. Die schicke ich nach Hause. Arbeit beendet. Genau, der klappt ein. Schwadern, Ladewagen. Genau. Dann fährst du erstmal zum... Dann fährst du erstmal zum Hof. Tschüss. Und er hier kommt gerade an. Das ist jetzt nicht die Fuhre, die wir gestern hatten, wo ich Schluss gemacht habe. Die ging komplett rein. Das ist schon die dritte Fuhre. Und ich hoffe mal, dass das jetzt auch die letzte Fuhre ist. So, wieder neben das Gitter zielen, haben wir gesagt. Und los geht's. Ach, 97%. Mist, der will noch mehr haben. Abgeschlossen. Der Rest ist meins. Was haben wir noch drin? 3000 Liter. So. Das heißt, der große Fremdauftrag. Bing, ist fertig. Ölmühle transportieren, der ist auch schon fertig. Bing. Nochmal Kartoffeln. Nein. Einfach nochmal Kartoffeln. Und du willst bestimmt auch keine Kartoffeln haben. Sorghumhirse. Nein. Ich sage jetzt nein, wir wollen im nächsten... Wir wollen in den nächsten Monat. Das heißt, während du zurückfährst, schalte ich schon mal den ganzen Zirkus ab. Schweinefutter haben wir 2000 Liter. Ja, wobei... Du kannst weitermachen. Du frisst mir den Weizen weg, habe ich kein Problem mit. Ich muss sowieso zukaufen bei den Hühnern. Kartoffeln sind mir egal, Sorghum ist mir egal, Zuckerrüben sind mir egal. Raps ist mir egal. Das ist ja alles für ihn gedacht. Mischration. Der ist sowieso gleich voll. Den kann ich abschalten, spart mir hier Geld. Naja, 24 Euro pro. Ist mir auch egal. Ich meine, der kann ja nur so viel produzieren, wie er Silage hat oder wie er hier Mischration hat. Ist mir egal, lasse ich laufen. Den lasse ich laufen. Der ist abgeschaltet, das ist richtig. Euch lasse ich laufen. Heu, Silage. Du bist immer noch an? Der frisst mir das ganze Heu weg. Warte mal, der frisst mir das Heu weg und der hier unten frisst mir das Heu weg? Nee, wer war denn das? Du. Ja, könnt ihr beide machen. Könnt ihr beide machen. Hab ich kein Problem mit. Und dich wollte ich abschalten. So. Gut. Die Kartoffeln kommen wieder zurück. Wie viel haben wir dann da? Lagervorräte. Kartoffeln. 9000 Liter. Haben wir noch Reserve. Oh, und 97.000 Zuckerrüben.
Könnten wir eigentlich eine Ladung voll verkaufen. So, pass mal auf. Bevor du dich hier auskasperst. So. Und das Ding, da verkaufe ich. Okay. Na. Rüber, rüber, rüber. Okay. Ach so, ich habe gemerkt bei dem Knicklenker, wenn man damit Vollgas fährt und der beladen ist, der Trailer, der schiebt auch ganz schön und dann haut es den aus der Spur. So. Du. Ladewagen kannst du noch im nächsten Monat machen. Das ist kein Problem. Aber jetzt reicht mir das endlich. Jetzt reicht mir das. Glätten. Diese blöde Ecke hier. So. Ist sie jetzt besser? Natürlich nicht. Das ist immer noch eine Berg- und Talbahn. Ja, da muss ich mich mal in Ruhe mit beschäftigen. Ich will da jetzt aber auch nichts kaputt machen. Sonst sitze ich da jetzt wieder die ganze Folge über dran und das Einzige, was ich erreicht habe, ist, dass ich ein klein bisschen Boden umgeschaufelt habe. So. Also, du hast Schwadern Ladewagen 7,80 Meter auf Feld C. Hä? Feld C. Genau. Du übergibst. Halt! Stopp! Diesmal denke ich dran. Du beginnst am ersten Wegpunkt. Nochmal mache ich das nicht. So. Trecker. Du wartest. Du kannst schon mal anfangen, Feld D zu grubbern. Was hast du jetzt hier drin? Mähen auf 7,30 Meter. Das löschen wir mal. Du bekommst den Grubber. Der steht hier. Natürlich steht er da nicht. Doch, der steht da. So, 5 Meter. Haben wir den schon? Feld D. Aussaat, Ernte, nein, haben wir noch nicht. Gut, Feld D. So. Du wirst auf 5 Meter mit 4 Vorgewänden gegen den Uhrzeigersinn, du musst ja nichts ernten, das Feld grubbern. Du machst scharfe Kurven. Genau. So, das wird jetzt gespeichert in Feld D. Fünf Meter. Okay. So. Du fährst nach Feld D.
übergibst und bist glücklich. Ja. Viel Spaß. Was machst du jetzt hier, Johnny? Warte. Warte. 2,40 Meter. Ladewagen. Erster Wegpunkt. Du hast ein bisschen was aufgenommen. Ah, nee, das ist voll. 60%. Jetzt musst du repariert werden. Wo steht das hier? Warum machst du nicht weiter, Johnny? Ich habe doch gesagt, erster Wegpunkt. Der ist da vorne. Was gefällt dir am ersten Wegpunkt nicht? Von Feld C. Ja, Feld C. Erster Wegpunkt. Bitteschön. Die Reste hier, das mache ich dann selber, ja. Aber du kannst auch hier diesen Weg folgen. Gut. Hast du dich eingekriegt? Ja, von mir aus. Rangiere nochmal. Okay. Gut. Ich glaube, jetzt hat er das kapiert. Und jetzt folgt er genau dem Weg des Schwaders. So war zumindest der Plan. Okay, läuft. Du läufst nicht, du läufst nicht, du läufst. Das kannst du auch noch nächsten Monat weitermachen. Ja, ich würde sagen, wir sind durch. Ich würde sagen, wir sind durch. Das heißt für mich jetzt... Gute Nacht. Und guten Morgen. Wir sind im goldenen Oktober. Ah, da wieder jede Menge Geld verloren. Und gucken mal, wie es aussieht. Du hast natürlich den ganzen Monat nichts getan. Du weißt, was dein Job ist. Okay. Dann Tiere. Wichtig. Aha. Reproduktion 0%, 1500. Ihr werdet verkauft. Und hier haben wir Reproduktion 1500. Ihr werdet verkauft. Ihr braucht Gras. Wir ernten gerade welches. Und ihr braucht Getreide. Sehr gut. Hier. Dich kann ich wieder aktivieren. Heu. Du bist leer. Sehr gut. Der hat die Silage schon verteilt. Top, top, top und top. Alle glücklich. Hier. Das mit den Erdbeeren hat funktioniert. Da kriege ich sogar noch einen zweiten Monat hin. Ihr seid glücklich. Du hast keine Sorghumhirse mehr. Aber du hast immer noch ein bisschen Weizen und wir haben 35.000 Schweinefutter. Ich schalte ab. 35.000 Schweinefutter sind okay. So. Top. 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 Jo. Mischration. Du bist voll? Das heißt, du wirst deaktiviert. Dein Vater...
Dann verteilen wir jetzt als erstes die Mischration, damit hier wieder Platz wird. Alles klar? Ich brauche einen Traktor. Und ich brauche einen Trailer für Mischration. Ernsthaft? Ernsthaft? Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Ich hab doch gerade den Motor gestartet. Dann mal her mit dem Zeug. Warte mal. Dann kann ich die Mischration wieder aktivieren. Genau, du hast ja noch. So. Gut. Na dann, ab in die Kühe damit. So. Lübt. Wunderbar. Wie weit bist du eigentlich hinten mit? Genau. Ach, du machst das letzte Vorgewende und gehst dann auf die Dinger. Okay. Jetzt habe ich vergessen, ihn auf Liefern und Abholen zu stellen. Geht das eigentlich immer noch? Warte mal, ich probiere es mal. Feld C, Hauptsilo Gras. Okay. Mal sehen, ob er es mitkriegt. So. Du bist fertig? Cool. Kühe glücklich. Dann machen wir die Kühe hier drüben auch noch glücklich. Und dann können wir mal gucken, was es für Fremdaufträge gibt. So, Fremdaufträge. Unkraut. Striegeln. Das ginge eigentlich für 4.000. 6.000er Auftrag vom Sägewerk? Okay, dann machen wir als erstes Vertrag akzeptieren, striegeln. Den 6.000er, bevor mir den einer wegschnappt, machen wir auch. Ich habe schon wieder ein Ding gehört. Grubbern. Na, mal gucken. Eine Ernte mit Baumwolle. Na klar. Ich habe doch nie Baumwolle geerntet. Ja doch, meine. Oder die hier unter ihr flügt, weiß ich jetzt gar nicht.
Nochmal Baumwolle. Warte mal ab, jetzt wird's interessant. Johnsons Zuckerrüben. Warte, ich krieg 23.000 für Feld 38. Und nur ein Tausender, um das alles zu mieten. Das ist ein Feld 38. Welches war ein Feld 38? Das war doch wieder so riesengroß. Da, ach, das Große. Nee. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Das dauert dann nämlich wieder ein halbes Jahr. Auch wenn es viel Geld ist. Sojabohnen. Für 10.000. Okay, jetzt machen wir erstmal die beiden hier. Striegeln auf Feld 70. Und ich habe nicht geguckt, wie groß Feld 70 ist. Okay. Fangen wir sofort an. Ladewagen ist voll. Jetzt können wir ja gucken, ob er das verstanden hat, dass er wegfahren soll. Der ist unterwegs. Tatsache. Der Ladewagen ist nicht zu sehen, seht ihr das? Der hat's kapiert. Der fährt weg. So, Johnny. Du striegelst Feld 70. Brauche ich den Anhänger? Nein. So. Dann holst du jetzt mal deinen Zwergstriegel, der natürlich wieder zu klein ist für Feld 70. Und fährst nach Feld 70. Eigentlich nicht getroffen? Nein. So. Genau. Wie kriege ich nicht nach Feld 70? Was ist das hier unten? Feed and Grain South. Klingt doch gut. Ah, da kommt der Ladewagen. Cool. Er hat's übernommen. Haha. So. Feed and Grain South. Viel Spaß. Tschüss. Was machst du hier? Okay. Ah, mach mal. Du kriegst das schon hin. So. Jetzt wollte ich gucken, wie viel Futter habe ich. Quatsch, wo sehe ich denn das? Hier. 35.000 Schweinefutter. Schweinefutter. Das heißt, ich kaufe, was haben wir denn hier? Deutsche Edelschweine? Buntes Bentheimer Schwein. Schweine fressen fast alles. Das ist ein Jungtier. Junge können sich fortpflanzen. Ja, ist klar. Berkshire. Okay. Nur die drei Sorten. Unterscheiden die sich in irgendwas? Nö, wa? Welche nehmen wir? Nehmen wir die Gefleckten. Zehn Stück. Okay. Ab zum Hof mit dir. Und du, was machst du jetzt? Ah. So.
Er hat nicht kapiert, dass er automatisch umschalten soll. Automatische Abladeseite. Ja. Habe ich jetzt anwenden gemacht? Automatische Abladeseite, ja. Gut. Ich habe wieder Gras. Da hinten habe ich Wolle. Das heißt, ich brauche jetzt einen Truck mit Trailer. Jemand ist angekommen bei Feed and Great South. Das ist, so. Gut. Das heißt, er kann jetzt striegeln. Aber vorher schicke ich dich zur Spinnerei. Mal schauen, ob der rückwärts rangieren kann an der Spinnerei. Warte mal, eigentlich muss ich das ja gar nicht zur Spinnerei bringen. Doch, ich bringe das jetzt mal zur Spinnerei. Fahr mal bitte. So, Feed and Grains House, genau. Wow. Okay. So. Viel Spaß, Curseplay. Also. Wir wollen einen Job erstellen. So. Das ist mir eigentlich jetzt egal. Der ist mir auch egal. Gegen den Uhrzeigersinn ist mir ist gut. Vorgewände. Da. Zwei Stück reichen. 15,2 Meter. Ah. Sieht gut aus. Ah, ich mache lieber drei Vorgewände. Ja. Sieht gut aus. So, du wirst am ersten Wegpunkt starten. Ich bringe dich sogar bis hin, damit du gar nicht erst auf dumme Gedanken kommst. Ja, ich mache lieber ein bisschen Abstand. Man weiß nie, wo der sonst langfährt. Und dann würde ich sagen, play the game. Und vor allem ruf mich an, wenn du fertig bist. Gut. Und er hier? Der kriegt die Backen. Wunderbar. Oh, und ich sehe gerade gebacken kriegen. Ich sollte mal so langsam aufhören. Mein Wecker sagt, ich habe überzogen. Und deshalb sage ich von hier aus, nee. Deshalb sage ich von hier aus. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut und genießt den Tag. Und see you later.